Ein Krefelder Mercedes AMG fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit auf Hilfe kommend in Richtung Innenstadt. Im Bereich der Haltestelle Kapuzinerkloster schleuderte der mit einem jungen Fahrer besetzte Wagen zuerst knapp hinter das Wartehaus die Glasabtrennung. Nach einer Drehung stieß er dann auch weiter vorne in die Glasabtrennung, wo er dann die ganze Haltestelle zerstörte. Die Straßenbahnlinie 041 wurde für die Unfallaufnahme eingestellt. Zwei Passanten, die in der Haltestelle standen, wurden zum Glück nur leicht verletzt und konnten im Rettungswagen behandelt werden. Die Haltestelle und der Straßenbereich waren mit Glassplittern übersät. Das Haltestellenschild wurde notdürftig beiseite gelegt, sodass die Bahnen danach wieder fahren konnten. Der Fahrer des schwarzen AMG wurde zur Urinprobe mit auf die Polizeiwache genommen. Eventuell steht auch noch eine Blutprobe an. An dem Mercedes stellten die Polizeibeamten auch fest, dass auf den beiden hinteren Reifen kein Profil mehr vorhanden war. Die Polizei fertigte ebenfalls eigene Fotos an und befragte auch einige Zeugen.